Ja, sehr geehrte Damen und Herren und natürlich liebe Sabine, ganz herzlichen Dank natürlich, dass Sie so zahlreich gekommen sind, dass ich hier sprechen darf. Vielen Dank auch für die Einladung. Natürlich hier sind ja auch zahlreiche Kollegen, auch Freunde, Wegbegleiter auch hier. Auch das freut mich besonders natürlich, wenn ich hier in Wien bin. Gerade weil ich wusste, dass hier die Fachkompetenz natürlich besonders hoch sein wird, habe ich mir eigentlich vorgenommen, ich werde möglichst wenig über Kunst sprechen heute, sondern mehr über Museen. Das sollte eigentlich eine vollkommen überlappende Einheit sein, aber de facto ist es oft anders, sondern es geht auch um ganz andere Themen, Thematiken, Herausforderungen, aber auch Möglichkeiten. Und darüber möchte ich ganz gerne in den nächsten 45 Minuten mit Ihnen einen Parcours machen. Ich spreche am Anfang etwas kurz noch über die Schirn und auch das Liebighaus. Konzentriere mich dann auf das Städel, möchte dann insbesondere über das Publikum sprechen, in solchen Museen allgemein. Und dann die zweite Hälfte wird insbesondere sich mit den Fragen der neuen Möglichkeiten, auch der digitalen Erweiterung eines solchen Museums befassen. Wichtig zu sehen ist die drei Häuser, die ich in Frankfurt leiten darf. Sie sind bewusst keine Einheit. Das ist ein Unterschied sicherlich auch zu hier in Wien. Es ist keine Schirmorganisation, sondern ich habe de facto drei verschiedene Mitarbeiterstäbe, zwei verschiedene Büros, ein Fahrrad, um zwischen diesen Häusern hin und her zu navigieren. Und Sie als Besucher, als Tourist würden nicht merken, dass diese drei Häuser von einer Leitung bestimmt sind. Sie kommunizieren auch anders, sie haben auch eine andere Identität, versuchen auch ein anderes Publikum teilweise auch anzusprechen. Die Schirn Kunsthalle ist eine große Ausstellungshalle, produziert rund 10 Ausstellungen im Jahr, in der Regel zur zeitgenössischen Kunst, genauso aber auch zu großen, vielleicht auch anderen Thematiken, zur Kunst der Moderne. Wir wollen bewusst nicht Museum spielen, sondern wir wollen eigentlich versuchen, eine andere Perspektive, gerade auch auf die Kunst des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne zu liefern, wie zum Beispiel die Ausstellung zu Künstlern und Propheten, zu den sogenannten Kohlrabi-Aposteln und ihren Einfluss auf die moderne Kunst, die wir gerade gezeigt haben. Oder auch überraschende Gegenüberstellungen, etwa Rodin und Beuys in einem Zusammenklang. Eine Ausstellung, die wir jetzt im Herbst haben werden, wird Giacometti, Bruce Naumann in eine Verbindung bringen und vieles andere mehr. Der wesentliche Faktor bei der Schirnveränderung war zweierlei. Es war einerseits eine Fokussierung des Programms auf das 19. Jahrhundert und die klassische moderne und zeitgenössische Kunst. Der Versuch, und das ist uns, glaube ich, gelungen, als Kunsthalle nicht so sehr die empfangende Institution von Ausstellungen zu sein, sondern in der Regel alle Ausstellungen originär von uns entstehen zu lassen und dann erst weiterzuschicken, was sehr unüblich ist für eine Ausstellungshalle. Und darüber möchte ich jetzt ganz kurz sprechen, den Bewegungsraum der Kunsthalle in Bezug auf das Budget vollkommen zu verändern, indem man einen städtischen Haushalt akzeptiert hat, aber keinerlei Energie da hineingesetzt hat, diesen städtischen Haushalt zu vergrößern. De facto ist er seit 13 Jahren gleich geblieben. Und die Verdoppelung des Budgets eigentlich nur durch Unternehmenssponsorship zu erreichen. Und das hat bedeutet, dass wir sozusagen plötzlich eine ganz andere Möglichkeit auch gehabt haben. Dazu muss man prinzipiell feststellen, dass Unternehmen sich gerne mit Kunst assoziieren. Unternehmen erfinden sogar Kunst, um damit eine Konnotation zu bringen. Unternehmen erfinden sogar schlechte Kunst, um doch eher eine Bewegung zu machen. Und es wird auch immer schlimmer manchmal. Und dann gibt es auch ganz schlechte Kunst, die sozusagen mit einem Unternehmen verbunden wird. Dazu muss man sagen, denen können wir helfen. Ja, wir haben sie eigentlich, die bessere Kunst. Und wenn wirklich schon der Wachauer Tomatenbauer in Österreich verstanden hat, dass ein bisschen Image-Transfer aus der Kunst für den Absatz zuträglich wäre, dann wissen wir, das Geld für unsere Programme ist dort. Und das heißt, dass wir natürlich in eine Entwicklung gehabt haben, dass wir 50% mittlerweile unseres Etats über Unternehmenssponsoring abdecken. Wir haben aber versucht, ein anderes Unternehmenssponsoring zu etablieren, eine bewusste, vielleicht sogar auch Konterkarierung des Unternehmenssponsorings zu erreichen. Ein emblematisches Beispiel, das ich Ihnen zeige, manche von Ihnen kennen es vielleicht schon, aber das sozusagen für uns das Paradebeispiel war und das wir dann immer weiter fortgesetzt haben, war zu einer Ausstellung, die hat geheißen Shopping.
und die handelte zum Thema Kunst und Konsumkultur in der Kunst, und zwar sozusagen Warenpräsentationen. Hier vorne sehen Sie Josef Beuys Wirtschaftswerte, dahinter Barbara Kruger, auf der Seite Shop der VRM, Thomas Beil. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Ausstellung ein. Einer der Sponsoren dieser Ausstellung war die Galeria Kaufhof. Und ein großer Department Store in Frankfurt und in ganz Deutschland. Und die haben gesagt, okay, als Teil unseres finanziellen Engagements für diese Ausstellung wollen wir, dass ihr auch ein Kunstwerk bei uns macht. Und dann haben sie gesagt, okay, wir hätten da eigentlich diesen Teil hier, da könnte man doch eine kleine Intervention machen, künstlerisch irgendwas machen, um die Verbindung zu dieser Ausstellung und unserem Sponsorship herzustellen. Und wir haben gesagt, nein, wir machen das ganz anders. Was wir machen wollen, ist ein konsumkritisches Kunstwerk auf eurer gesamten Fassade. Und das Problem dabei war, dass wir gesagt haben, nicht nur sollt ihr das machen, sondern ihr sollt das Ganze auch finanzieren. Und das haben sie gemacht mit diesem Bild, du willst es, du kaufst es, du vergisst es, eine Arbeit von Barbara Kruger. Und wir haben sozusagen insofern unseren Sponsor vollkommen hinter der konsumkritischen Kunst verschwinden lassen. Dann haben wir zu dieser Ausstellung nach dem sogenannten Schweinebauch-Marketing eine Marketingkampagne entwickelt, die quasi bewusst diese sozusagen aggressive Marketing persifliert. Sie verstehen den Witz, Warhol Soup Cans, Jeff Koons' Staubsaugerskulpturen, Christus Webbed Einkaufskarte. So. Und wir wollten das allen Tageszeitungen beilegen. Und sind dann drauf gekommen, dass wir uns nicht einmal die Druckkosten davon leisten können, ganz geschweige davon diese Insertkosten, die man zahlen muss. Wir sind wieder zur Galeria Kaufhof gegangen und haben gesagt, was wäre, wenn wir eure Direktmarketing-Kampagne, die ja immer sonst in diesen Zeitungen stattfinden, auch gestalten? Und dann haben sie gesagt, ja, okay, haben wir gestaltet, wir haben unsere Sache da reingelegt, die haben das Ganze gezahlt, wir haben unsere Werbung für die Ausstellung in alle Tageszeitungen bekommen und die Galeria Kaufhof hat in dem Jahr noch nie so viel Stabmixer verkauft wie mit unserer Werbekampagne. Ja. Dann gab es die Thematik, dass die Galeria Kaufhof gesagt hat, wir wollen eigentlich mit unserem Logo natürlich in der Ausstellung präsent sein. Wir sind doch der Sponsor. Und da habe ich gesagt, nein, das machen wir genau andersrum. Ihr werdet mit eurem Logo gar nicht bei uns vorkommen, sondern wir werden mit unserem Logo bei euch vorkommen. Und also das Logo der Ausstellung war Shopping. Und wir werden so vorgehen wie der aggressivste Sponsor, wie der Albtraum eines jeden Museums. Das heißt, wir haben denen das auf jede Ausgabe draufgeknallt. In allen Etagen der Galerie Kaufhof war Werbung für die Ausstellung. Wir haben die Shoppingtüte von denen umgestaltet und die totale Zwangsbeglückung am Ende des Besuchs dieses Department Stores war die aggressive Aufforderung, und jetzt bitte gefälligst zu dieser Ausstellung zu gehen. Mehr konnten sie nicht darauf aufmerksam machen, dass die Galerie Kaufhof etwas mit dieser Ausstellung und ein Unterstützer dieser Ausstellung gewesen ist. Das heißt, wir versuchen ganz bewusst andere Wege zu gehen und unser Programm in keinster Weise zu beeinflussen, sondern vielmehr andersherum den Sponsor für uns einzusparen und in einer anderen Form zu bringen. Nächstes Thema, das Liebighaus. Das Liebighaus ist ein städtisches Museum, also eine große Skulpturensammlung vom alten Ägypten bis zum Klassizismus in einem fast verwunschenen Garten. Es ist eine alte Gründerzeit-Villa, würde man das hier bezeichnen. Und wir wollten bewusst diesen Ort sozusagen als einen besonderen Ort auch erhalten. Es ist so ein bisschen vergleichbar mit den Cloisters vielleicht in New York und insofern eigentlich einen Ort der Ruhe, der Stille und eine leichte Verwunschenheit auch darin enthalten. Also ganz bewusst halten wir beim Liebighaus zum Beispiel auch die Besucherzahlen unter einem gewissen Niveau. Es sollte nie ein großes Museum, sondern wirklich ein Museum für Kenner, für Liebhaber, für Begeisterte auch sein. Und in dem Sinne ist auch die Sammlungspräsentation und die Aufstellung gedacht. Parallel dazu aber haben wir beim Liebighaus nicht nur die Sammlung neu präsentiert, sondern auch ein sehr intensives Ausstellungsprogramm, das sehr stark auf wissenschaftlicher Forschung auch basiert, entwickelt. Zuletzt etwa die Niklas-Gerhardt-Ausstellung, die wir im Liebighaus gezeigt haben, oder auch die Ausstellung, genannt die Große Illusion, über veristische Skulptur, also polychrome Fassungen in der Skulptur, von der Antike bis zu 1800, oder auch derzeit eine Ausstellung zur Kunst des Rokoko. Das größte Haus
In diesem Dreiklang ist sicherlich der Städel. Der Städel ist die älteste und bedeutendste kulturelle Bürgerstiftung in Deutschland, 1815 gegründet. Viele andere haben dazu beigetragen, dass dieses Museum sich weiterentwickelt, ein Museum von Weltrang wird. Es ist ein Museum sozusagen mit einer, gut, im Kunsthistorischen Museum darf man das gar nicht sagen, mit einer, ich sage mal, mit einer guten Sammlung, ja, vom späten Mittelalter bis heute, hat natürlich auch die Ikonen Frankfurts in seiner Sammlung vertreten und wurde eben von einem einzigen entwickelt, Johann Friedrich Städel, der 1815 sein gesamtes Vermögen und seine Sammlung der Öffentlichkeit gegeben hat, um ein Museum und auch eine Schule gründen zu können. Das haben wir im letzten Jahr eben gefeiert, das 200-jährige Jubiläum unserer Stiftung. Und dieser Geist bestimmt dieses Haus noch immer. Und das heißt, dass natürlich viele, viele andere dieses Haus weiterentwickelt haben, das nahezu gänzlich auf bürgerlichem Engagement aufbaut. Das ist eine große Anomalie, auch in der deutschen Museumslandschaft. Wenn man es jetzt operativ sieht alleine, also der öffentliche Etat des Städels ist 14%. Und das ist nur ein Zuschuss der Stadt Frankfurt, weil wir die städtische Sammlung beheimaten. Und das heißt, dass natürlich sich viele andere verpflichtet fühlen, dieses Haus weiter groß zu machen und weiter zu entwickeln. So wie es Johann Friedrich Städel auch in seinem Testament hineingeschrieben hat, dass er will, dass dieses Museum von Jahr zu Jahr vermehrt und vergrößert wird. Und deswegen waren zum Beispiel die letzten Jahre auch große Jahre der Schenkungen. Hier ist Dagmar Westberg, eine 100-jährige Frankfurterin, eine Förderin, die uns diesen, auf unseren Wunsch diesen wunderbaren Ribera gekauft hat. Aber auch sozusagen zum Beispiel Eduard Bocan, den manche von Ihnen kennen noch als langjährigen Feuilletonschreiber der FAZ, hat uns dieses Guercino-Gemälde geschenkt. Also sozusagen auch Leute, die natürlich jetzt nicht vielleicht in größten Vermögen stecken, sondern die sich aber für dieses Haus in besonderer Weise engagieren. Wir haben letztes Jahr auch die Himmelfahrt von Guido Rehne erworben durch Unterstützung vieler. Gerade jetzt, das wurde auch bekannt gegeben, dieses Helen Schärfbeck-Gemälde auch. Auch das rein durch private Unterstützung, so wie diese Degas-Zeichnung, jetzt gerade auch erworben, der Ribot, Schenkungen von Eugen Schönebeck, Ney und vielen anderen. Insbesondere auch die Entwicklung der zeitgenössischen Kunst im Städel, die eigentlich nahezu seit den, würde ich sagen, 70ern nicht wirklich fortentwickelt wurde, haben sich dann einzelne Personen auf die Fahne geschrieben, die sich zu einer Gruppe mobilisiert haben und gesagt haben, wir wollen 1 Million im Jahr für das Städel geben, um zeitgenössische Kunst auch in dem Haus zu fördern. Und das ist das sogenannte Städel-Komitee, das Sie hier sehen. Und da erwerben wir Werke wie Philipp Gasten und anderes. Also insofern, die Sammlung wächst, aufbauend auf bürgerschaftlichem Engagement. Wir wissen aber alle, dass natürlich gerade der zeitgenössische Kunstmarkt voller Herausforderungen steckt, insbesondere in der Preislage. Und da, wenn ich da immer dann aus dem Städel herauskomme, dann blicke ich auf die andere Mainseite und dann sehe ich sie, die großen Türme der Banken und weiß, dass da ist viel Kunst. Die Deutsche Bank etwa hat eine Sammlung über 55.000 Werke. Da denken wir, da können wir helfen. Ja, da wäre vielleicht sozusagen eine Möglichkeit da für ein Haus unserer Größenordnung. Und so kam es, dass die Deutsche Bank, hat ein bisschen länger gedauert die Verhandlung, aber sozusagen hat 600 Werke an das Städel übergeben, darunter Werke von Neo Rauch, Gerhard Richter, Thomas Demand, Thomas Strutt, ich gehe da jetzt rascher durch. Und so ist, und das Gleiche wurde auch mit der DZ Bank entwickelt, die 250 Werke der Fotografie an das Städel übergeben hat. Und so wurde mit gemeinsamer Aktion die Sammlung vehement erweitert und auch die physische Dimension des Städels erweitert. Und der große Erweiterungsbau des Städels, den wir 2012 eröffnet haben, war insbesondere auch ein Beispiel großen bürgerschaftlichen Engagements im Sinne der Sammlungsentwicklung. 1200 Werke sind in den letzten 5 Jahren in die Sammlung gekommen für zeitgenössische Kunst. 80% von dem, was Sie jetzt dort sehen, war vorher nicht da. Es ist auch eine große räumliche Erweiterung gewesen und auch das Bauwerk wurde zu 50% privat finanziert.
Und das Interessante bei dieser ganzen Geschichte, die ich Ihnen jetzt erzählt habe, ist, dass diese 31.186 Leute, die sich dafür engagiert haben, haben natürlich etwas Großes geschaffen, eine große Erweiterung für das Städel, eine große erweiterte Tourismusattraktion vielleicht auch für Frankfurt. Aber das Wichtigste und das Nachhaltigste, was passiert ist, ist, dass wir diese Idee der Bürgergesellschaft und des privaten Engagements noch einmal so aufleben und so entwickeln haben lassen, dass das größte Fundament nicht nur für unsere nächsten 100 Jahre in Frankfurt darstellt, sondern auch, dass es ein Beispiel gewesen ist für viele andere Institutionen und auch Bürgergesellschaften auch hier in dieser Richtung voranzutreiben. Und insofern sehe ich die besondere Prägnanz dieses Projekts in diesem Kontext, und das ist die große Nachhaltigkeit davon. Im Städel haben wir ein Schwerpunktprogramm auch entwickelt rund um große Altmeisterausstellungen. Das begann vielleicht die erste große Altmeisterausstellung, die wirklich einen weiten Einzugskreis nochmal zusätzlich erreicht hat, war die große Kranach-Ausstellung. Dann die Meister von Flemal und Roger van Weyden-Ausstellung, die wir mit der Gemäldegalerie Berlin gemeinsam gemacht haben. Caravaggio in Holland, Botticelli, das ist sozusagen auch natürlich ein Markstein in diesem Kontext, Dürer. Und zuletzt auch die Albrecht Altdorfer und Donauschulen-Ausstellung Fantastische Welten, die wir gemeinsam mit dem Kunsthistorischen Museum gezeigt haben. Derzeit läuft die große Ausstellung zu den Florentiner Manieristen. Also das Städel hat ganz bewusst hier eine dichte Folge von, wie wir denken, hochkarätigen, aber auch wichtigen und sehr fundierten Altmeisterausstellungen präsentiert. Und wir freuen uns natürlich, dass wir im nächsten Jahr mit dem Kunsthistorischen Museum gemeinsam eine Rubens-Ausstellung auch vorbereiten können. Und auf der anderen Seite aber auch einen Schwerpunkt haben, größere thematische Ausstellungen im Bereich des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne, insbesondere auch retrospektiv angelegt, ganz anders als die Schirn etwa, zu Kirchner, zu Nolde, zu Monet und 2017, 18 zu Bonnard und Matisse. Die nächste große Ausstellung im Schirn, das wird jetzt im Städel wird kein Werbeblock jetzt, aber nur kurz, werde ich selber machen, zu Baselitz. Und zwar nur ein Jahr, 1965, die Heldenbilder von Georg Baselitz, sozusagen prägnante Fokussierung, eines der komplexesten Werkblöcke, die es in der deutschen Malerei der Nachkriegszeit gibt, und sagen, das in großer Form gezeigt, genauso wie wir zu Beken auch ein ganz spezielles Projekt machen werden. Das hat zur Folge gehabt, dass die Besucherzahlen des Städels natürlich sich sehr gut entwickelt haben. Auch das muss man hier in Wien natürlich mit einer gewissen Vorsicht sagen. Wir reichen dann noch nicht an Wiener Zahlen heran. Letztes Jahr 650.000 Besucher im Städel. Das ist aber insofern interessant, weil natürlich Frankfurt nicht einen Tourismus hat dieser Art, sondern das heißt, wir generieren eigentlich den Tourismus mit unseren Ausstellungen. Ich weiß nicht, wie viele Leute freiwillig nach Frankfurt kommen, um am Wochenende mal eine schöne Zeit da zu verbringen. Ja, ich muss sie persönlich abholen am Bahnhof oder am Flug. Nein, es ist überspitzt formuliert, aber es ist sozusagen natürlich so, es liegt an uns eigentlich, das überhaupt erst zu erzeugen. Das ist anders als in Venedig, in Paris, auch in Wien. Und ich glaube, dass sozusagen das dazu führt natürlich auch, dass wir ein Publikum haben, das eine unglaubliche Treue und auch sozusagen eine Verbundenheit auch entwickelt mit diesem Haus. Denn prinzipiell können wir natürlich feststellen, den Museen geht es so gut wie nie zuvor. Sie sind unglaublich frequentiert, sie sind voll, sie sind im Zentrum natürlich auch eines gesellschaftlichen Interesses. Ich stehe hier als Museumsdirektor und werde flankiert von zwei Vintage-Champagnerflaschen. Also insofern allein schon dann zeigt man sozusagen eine gewisse Form der sozusagen Positionierung, die sich natürlich auch ausdrückt mit einer Resonanz auf das, was wir anbieten, und aber auch einer Form der Entwicklung unseres Publikums an sich. Und die größte Veränderung natürlich in Museen, und Museen haben sich fundamental verändert. Sie haben sich verändert in Bezug auf, wie sie ihre Kunst präsentieren, wie sie sammeln, wie die Kunstgeschichte sozusagen mit ihnen mitgeschrieben wird und vieles andere mehr. Die größte Veränderung der Museen
sind aber natürlich Sie, das ist das Publikum selbst. Das Publikum, das rund um 1900 dieses Bildungsbürgertum war, das sozusagen klassisch definiert war, das sozusagen mit einer eine gewisse Einheit auch dargestellt hat. Das Publikum heute ist natürlich ein sehr diversifiziertes, mit sehr unterschiedlichen Kenntnisständen und Erwartungshaltungen, das an uns kommt. Es ist ein Publikum, das sozusagen reicht vom Familienbesuch einmal am Sonntag im Jahr bis zum absoluten Experten, der uns zweimal in der Woche besucht und wie der Herr K. aus Alte Meisterfeier Thomas Bernhard natürlich erwartet, dass das eine Bild in dem Saal immer auch dort hängt. Und das heißt, dass Sie müssen als Museum aufhören, nicht nur dieses Publikum als Einheit aufzufassen, das es schon längst nicht mehr ist, sondern Sie müssen verstehen, dass Sie dieses Publikum auch mit sehr unterschiedlichen Formen ansprechen müssen. Dass sozusagen dieses Publikum überhaupt nicht will, einheitlich angesprochen zu werden, sondern dass Sie eine diversifizierte Kommunikation mit einem diversifizierten Publikum führen müssen. Das Interessante, und wahrscheinlich geht es dem Kunsthistorischen Museum und dem Belvedere und der Albertina und uns allen gleich, Sie können auf der Straße jemanden fragen über jedes x-beliebige Museum derzeit. Und der eine wird Ihnen vielleicht sagen, und ich nehme jetzt die zwei Pole der Reaktion, der eine wird Ihnen sagen, ja, das ist eine so verstaubte Institution, da gehe ich niemals hin. Und der andere sagt, das ist zu einer Event-Hochburg geworden, die machen nur mehr Partys, das ist sozusagen vollkommene Oberflächlichkeit und Kitsch. Die reden über dieselbe Institution. Das Problem ist, dass sozusagen, wenn Sie sozusagen demjenigen, der an kunsthistorischen Kongressen interessiert ist, dauernd die Flyer zuschicken, dass wir einen Sundowner und Party After Midnight veranstalten, rund um Rubens, ja, dann wird er sozusagen eine andere Perzeption haben von Ihrem Programm und vice versa. Das heißt, Sie müssen akzeptieren, dass Ihr Publikum unterschiedlich ist und Sie holen es auch unterschiedlich ab. Wir haben das versucht, sozusagen in ersten Schritten in verschiedenen Formen der sozusagen physischen Art, wenn Sie so wollen. Ich zeige Ihnen nur ein paar Beispiele. Wir haben seit jetzt 10 Jahren, das hat sich natürlich jetzt mittlerweile verändert, aber nicht eine Audiotour, die sich durch das Museum führt, sondern 7 verschiedene, sodass Sie sozusagen nach einem Thema auswählen können, wie wollen Sie eigentlich durch die Sammlung geführt werden. Ein anderes Beispiel sind unsere Ausstellungskataloge. Das Interessante ist, das wird auch beim Kunsthistorischen Museum das Gleiche sein, wenn Sie bei Ausstellungen sich anschauen, was ist die Pick-up-Rate von Katalogen, also wie viele Kataloge werden verkauft, ist es in der Regel 5% der Ausstellungsbesucher kaufen einen Katalog. Jetzt müssen Sie sich fragen, wollen 95% nichts lesen? Oder ist es vielleicht andersrum, dass wir sozusagen, dass der wissenschaftliche Ausstellungskatalog natürlich vielleicht nur für einen gewissen Teil unseres Publikums interessant ist? Und was wir gemacht haben, ist, dass wir für alle großen Ausstellungen seit Jahren jetzt 4 bis 5 verschiedene Kataloge publizieren, die von den gleichen Wissenschaftlern entwickelt werden. Das heißt, der eine Katalog, ein Beispiel wäre die Meister von Flemal und Roger van der Weyden Ausstellung. Der Katalog hat sich natürlich ganz bewusst mit den Fragen der Händescheidung intensiv auseinandergesetzt und war auch wichtig. Aber für manche war diese Ausstellung überhaupt erst ein Entree in die unglaublichen Werke und auch in die Meisterschaft der Altniederländer in der Kunst sozusagen des 15. Jahrhunderts. Und das war für viele eigentlich eine Form überhaupt einer Einführung. Und deswegen haben wir einen Einführungskatalog überhaupt dazu gemacht. Wir haben einen Katalog für Kinder und ein Schülerbegleitheft geben wir heraus. Das Interessante dabei ist beim Schülerbegleitheft, das mittlerweile Kaufzahlen hat von 40% unserer Besucher. Das kaufen gar nicht die Schüler oder wohlmeinende Eltern. Ja, das kaufen alle, die quasi eigentlich einmal eine prinzipielle Einführung auch haben wollen. Also das heißt, es kannibalisiert die anderen nicht. Mittlerweile haben wir insgesamt 60% unserer Besucher nehmen eine publizierte Form mit nach Hause. Und das ist eine riesige Vermittlungsleistung, wie ich denke. Wichtig ist zu sehen, dass ein Museum für uns nicht nur ein physischer Ort ist. Es ist nicht nur ein Ort, den Sie besuchen sollen, sondern es ist ein Ort, der ganz bewusst Ausstrahlung haben soll. Ein Ort, der weit in die Region und auch in die urbane Verfasstheit hineinwirkt. Und ich zeige Ihnen ein paar Beispiele für solche physischen Aktionen jetzt. Immer wenn Wahlen sind in Frankfurt, machen wir auch Wahlen.
Und zwar lassen wir das Lieblingsbild der Frankfurter wählen. Ja, das ist sozusagen eine Gegenkampagne. Und das Interessante dabei ist, es ist nicht nur so ein Spaß dabei, sondern wir werden dann begleitet von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die quasi für jeden Wahlkandidaten einen eigenen Artikel publiziert, ja, und der sozusagen das Bild erklärt. Und das sozusagen plötzlich ist das sozusagen natürlich eine ganz andere Form, sich zum ersten Mal ja, mit Du Buffet oder mit Jan van Eyck in einer Kurzform für eine breite Leserschaft auch auseinanderzusetzen, mit diesem natürlich Kick, okay, hier gibt es Wahlen. Ja. Ein anderes Beispiel ist eine Bio-Supermarktkette, die, ich weiß nicht, ob es die in Österreich auch gibt, Alnatura, die bei allen großen Ausstellungen, und das ist eine, wirklich eine Kette, also in ganz Deutschland, alle ihre Auslagen mit Werbung für die Ausstellung zupflastert, die wir gestalten, und dann aber drinnen, und das sind diese kleinen Heftchen, die ich da oben abgebildet habe, an jeden Kunden einen Kurzkatalog zur Ausstellung vergeben. Das heißt, es ist eine Distributionsplattform für inhaltliches Wissen und natürlich auch eine Werbeplattform für unsere Ausstellung. Ich zeige Ihnen nur ein paar andere Beispiele. Das gleiche haben Sie auch bei Botticelli gemacht und bei Monet. Ja, so. Unsere Werbekampagnen versuchen ganz klar auch, sagen wir so, Themen zu segmentieren und sie dadurch sozusagen für andere Träger interessant zu machen. Wir bewusst kannibalisieren wir andere Plattformen, um unsere Ausstellung zu bewerben, aber auch um sie anders inhaltlich vermitteln zu können. Ein Beispiel wäre etwa nochmal bei der Cranach-Ausstellung, haben wir bewusst die Komplexität von Cranachs Werk, also der sozusagen sowohl für die Reformation als auch für die Gegenreformation gearbeitet hat, herausgearbeitet und daraus sozusagen eine Kampagne gemacht, die sozusagen diese unterschiedlichen Facetten herausgebracht hat und dann aber das sozusagen noch einmal weitergesponnen hat, das hat immer eine inhaltliche Beziehung gehabt und dann Bahnhöfen das sozusagen als Werbung angeboten haben am Flughafen für Cranach, der selbst eine Apotheke betrieben hat, das war die Werbung für die Apotheken, die gratis geschaltet haben, dann Kopieranstalten, Cranach, der eine eigene Druckwerkstatt gehabt hat und so weiter. Genauso wie wir mit Sponsoren auch in einer anderen Form auch zusammenarbeiten, dass sie sozusagen bewusst eigentlich unsere Themen auch weitertragen, wie etwa die Commerzbank sogar auf ihren Bankomat ausdrücken. Wir schrecken auch nicht vor dem wirklich Extremen zurück. Und ich habe mich gefragt, ob ich das jetzt hier in Wien zeige, aber ich glaube, es muss sein. Wir hatten eine Ausstellung, die hat geheißen Die nackte Wahrheit. Sie war dann auch nachher im Leopold-Museum. Und es ging um Klimt Schiele-Kokoschka und ihre bewusste Tendenz, Skandale hervorzurufen, auch teilweise zu provozieren. Und wir haben dann eine Serie gemacht mit der Bild-Zeitung. Und die hat im bewussten Bildstil in einer Extremform sozusagen die Titel gemacht, also hier Kardinal und Nonne von Schiele. Und dann aber, Sie sehen diesen großen Textteil, diese Geschichte ganz genau erklärt. Also inhaltlich vollkommen richtig. Und das war nicht ein Artikel, deutschlandweit in der Bild-Zeitung, nicht zwei, nicht drei, nicht vier, und es ging immer weiter. Plötzlich haben in Deutschland die Leser über Anton Kolik gelesen. Ja, und sozusagen plötzlich sind sie mit Anton Koliks Kunst sozusagen in Verbindung gebracht worden. Auch das ist für uns eine Form, wo wir sagen, wir gehen hier in einen anderen Weg und eine andere. So, ich gehe jetzt weiter. Ganz bewusst übernehmen wir natürlich als Museum und das vereint uns natürlich mit vielen anderen Häusern auch. Wir übernehmen mittlerweile Bildungs- und Vermittlungsaufgaben, die früher ganz woanders erledigt worden sind. Sie können sich als Museumsdirektor natürlich lange beschweren, dass sozusagen ein neues Publikum vielleicht nicht mehr die historischen Details, die ikonografischen Konnotationen und anderes lesen kann. Da müssen Sie links und rechts schauen und feststellen, da gibt es niemand anderen mehr, der das vermittelt. Es wird nicht mehr gemacht in der Schule, es wird nicht mehr weitergetragen in der Familie. Wir müssen das übernehmen. Und insofern, zumindest in der Frankfurter Region, haben wir teilweise schon den bildnerischen Erziehungsunterricht übernommen. Das heißt, wir in Nachmittagskursen durch Stiftungen gefördert, bereiten wir das auf. Das heißt, es sind Mitarbeiter, die eigentlich überhaupt nicht, die für das Museum arbeiten, auf unserer Gehaltsliste stehen, aber eigentlich gar nicht mehr im Museum auch vor Ort sind, sondern ganz woanders.
Wir gehen auch natürlich an Orte, wo die Leute überhaupt nicht mehr zu uns kommen können, Krebsstationen, als eine, im Sinne auch einer Bürgerstiftung, eine Stiftung, die ganz bewusst ist, auch für andere auch da ist. Jetzt können Sie sagen, wie weit kann man das skalieren? Wie weit kann man noch das gehen? Wie viele solche anderen Dinge kann man noch machen? Und da ist jetzt für uns das größte Thema natürlich die Grenzen auch des Wachstums. Wie weit können wir das Museum noch vorantreiben? Und dazu muss man sagen, ich glaube, dass wir in Bezug auf die Auslastung im Städel derzeit bei 85% sind. 650.000, wahrscheinlich 800.000, 900.000 und dann wird es nicht mehr ein adäquater Museumsbesuch. Das Interessante ist natürlich, dass uns die digitale Entwicklung, eine fulminante sozusagen Steigerung unserer Vermittlungsoptionen darlegt, aber sie natürlich eine Skalierbarkeit hat und auch ein exponentielles Wachstum uns ermöglicht, das nicht an eine Grenze auch anstoßt. Und insofern haben wir seit unserer letzten großen Erweiterung im Städel danach gesagt, die nächste große Erweiterung ist in den digitalen Raum. Und diese digitale Erweiterung zielt ab natürlich auf die Veränderung in einer digitalisierten Gesellschaft. Sie will natürlich auch einen Teil unseres Sammlungsbestandes anders zugänglich machen, der sonst nicht so präsent ist. Sie erreicht natürlich insbesondere auch neue Zielgruppen und nutzt auch die neuen technologischen Entwicklungen für Kernaufgaben des Museums. Aber insbesondere ist sie dafür da, den Bildungsauftrag in den digitalen Raum zu erweitern. Und das bedeutet, dass das Städel hier eine ganz wesentliche, sozusagen, eine ganz wesentliche Entwicklung genommen hat und sehr stark auch darauf setzt, das weiter voranzutreiben. Ich glaube, wir müssen aufpassen natürlich, dass wir nicht Kunst nur mehr präsentieren, die rein nur mehr zu einer ästhetischen Folie wird oder überhaupt nur mehr sozusagen als einen Punkt, wo ich mich definiere, dass ich dort gewesen war. Ja, dass sozusagen wer von der Mona Lisa derzeit hinkommt, weiß, dass die Mona Lisa als solche nicht mehr wahrgenommen wird, sondern sozusagen sie nur mehr als sozusagen erreichtes Ziel dokumentiert wird. Eine Luca Madonna von Jan van Eyck, neben der Tatsache, dass sie ein weltberühmtes Bild ist und auch eine sehr schöne Madonna, hat natürlich aber auch eine ganze Reihe von zusätzlichen Konnotationen, kulturhistorischen, kunsthistorischen, soziologischen, sie stellt einen Entwicklungsbestandteil für ganz unterschiedliche Bereiche dar. Und was wir wollen, ist, dass unser Publikum wieder zu einem Forscher wird, wieder auch sozusagen vorher und nachher das verarbeitet und bearbeitet, was man im Museum sehen kann. Und dass es eine Form auch des Dialogs auch darstellt, mit nicht nur dem Kunstwerk selbst, sondern mit dem Wissen, dass man sich rund um das Kunstwerk aneignen kann. Und ein erster Schritt dafür war die Städel Digitale Sammlung, die wir seit März des letzten Jahres präsentiert haben. Und was das macht, ist, dass es sozusagen durch eine, ich muss jetzt kurz schauen, Entschuldigung, ja, durch eine extreme Verschlagwortung unserer Objekte sozusagen eine ganz andere Navigation und Konnotation und Assoziation durch unsere Sammlungselemente darstellt. Sie haben die Möglichkeit, insofern durch die Sammlung sich natürlich vertieft, einfach so wie Sie es gewohnt sind, ein Objekt mit aller Tiefe anzuschauen. Sie haben die Möglichkeit, sich einen Überblick über die Sammlung auch zu schaffen. Sie kriegen alle Informationen, die sozusagen Sie gewohnt sind, aber insbesondere sind alle dieser Werke mit rund 80 Schlagworten hinterlegt, nach Iconclass und anderen Kriterien, sodass Sie sozusagen wie ein assoziatives Schlendern von einem Werk zum anderen kommen in einer Form, wie sie es nie im Museum darstellen könnten oder wie sie es auch nie in eine Verbindung bringen könnten, quer über die Epochen, rein nach Assoziationen und anderen Formen der, sozusagen, der inhaltlichen Vermittlung. Das sorgt sozusagen dafür, dass ich eigentlich von einem Gedanken zum nächsten komme und wieder immer wieder dann aber inhaltlich tief einsteige in eine Möglichkeit, sozusagen das Werk nochmal anders und besonders auch kennenzulernen. Für uns ist insofern auch ein Kriterium interessant, dass es ist natürlich längst verhandelt,
was die großen Museen und die großen Sammlungen der Welt sind. Das ist das Kunsthistorische Museum, der Prado, der Louvre und viele andere mehr. Es ist noch gar nicht verhandelt, was die großen Museen im digitalen Raum sind, die Anbieter für diese Möglichkeiten. Insofern sind alle unsere digitalen Angebote nicht dazu da, primär, sie sollen nicht Marketing sein, um uns zu besuchen. Das wäre ein positiver Nebeneffekt. Sie sind auch nicht kommerziell. Sie sind alle for free und sind einfach ein weitreichendes Bildungsangebot, das wir sehen als Museum, als Bürgerstiftung, müssen wir übernehmen. Das bedeutet, dass sozusagen natürlich diese Aktionen oder diese Projekte weit über unseren normalen Eingangsreichtum wahrgenommen werden. Wie wir das präsentiert haben, haben ganz unterschiedliche Medien sofort darüber berichtet. Ich switche da ein bisschen rascher durch. Und ein weiteres Projekt, was wir präsentiert haben, war ein Computerspiel für Kinder, für frühästhetische Erziehung. Früher hatten die Kinder sozusagen mit fröbischen Bausteinen gelernt, sozusagen dreidimensional zu denken. Wir haben sozusagen bewusst gesagt, okay, Bildung, der Bildungssektor, gerade für Kinder, ist derzeit ein solcher Wachstumsmarkt, da werden eine ganze Reihe von kommerziellen Anbietern hineingehen. Wir wollen aber als gemeinnützige Institution auch Benchmark setzen. Wie können solche Spiele edukativ aussehen? Und wir haben das produziert, war ein sehr aufwendiges Projekt, von einer Stiftung finanziert. Es hat alle möglichen Preise und Reaktionen auch gleich gewonnen und ist sozusagen derzeit wahrscheinlich eines der interessantesten App-Games für Kinder, die sozusagen eine kulturelle Konnotation haben. Ein nächstes Projekt war die sogenannten Digitorials. Für uns ist es interessant, dass in der Regel kommen ja Besucher zu unseren Ausstellungen so unvorbereitet, wie sie sonst nirgendwo hingehen. Also wenn Sie zum Fußballspiel gehen, dann haben Sie sich vorher vielleicht das Interview mit dem Trainer durchgelesen oder die Aufstellung angeschaut. Wenn Sie zu uns zu einer Ausstellung kommen, ein großes Massenpublikum kommt her, Dürer, ja, was jetzt, Dürer. Ja. Und das heißt, ich glaube, dass sozusagen wir eigentlich möglichst etwas an die Hand geben, wie man sich eigentlich vorbereiten kann für eine solche Ausstellung. Und insofern produzieren wir für alle großen Ausstellungen ein sogenanntes Digitorial, ein Tutorial, wie man sich im digitalen Form knapp eine Stunde auf die inhaltlichen Konnotationen der Ausstellung, auf den Hintergrund, auf die sozusagen, damalige Zeit und die Entwicklungen auch vorbereiten kann. Bei der Monet-Ausstellung, 432.000 Besucher, 280.000 haben dieses Digital vorher abgerufen. Was glauben Sie, was für eine harte Zeit das für unsere Führer war? Die Leute waren plötzlich bestens vorbereitet, mit Fachfragen gespickt, ja, und wollten ganz genau wissen, wie es da weitergeht. Und das ist sozusagen bewusst eine Form, ist auf der Technologie des One-Pages gemacht, die ihnen die Möglichkeit gibt, tiefer in gewisse Themen. Es ist kein Ausstellungskatalog, es ist auch keine Vorwegnahme der Ausstellung als solche, sondern es ist eine Möglichkeit, sich auf das Thema, auf die sozusagen spezifischen Bedingungen, auf die Techniken und Sonstiges auch vorzubereiten. Und das ist ein Angebot, das wir an alle ist für alle frei herunterladbar. 80% unserer Besucher kaufen mittlerweile ihre Tickets online. Das heißt, wir wissen nicht nur, wann sie kommen, wir schicken ihnen gleich den Kurs auch mit dazu. Ja. Und das bedeutet, dass sie auch mit so etwas schon längst vor dem Besuch mit ihrem Besucher im Dialog stehen. Sie haben schon eine Verbindung vorher, was sozusagen enorm wertvoll ist. Und so, jetzt geht er weiter. Was Sie auch sehen, ist, dass sozusagen während die physische Aufteilung der Ausstellung natürlich noch gewisse Überhänge hat und nicht die gewissermaßen die Jüngeren sozusagen noch etwas weniger vertreten sind als dann sozusagen diejenigen zwischen 45 und 54 und so weiter, sehen Sie, dass beim Digitorial allerdings die Verteilung noch viel gleicher ist. Und das heißt sozusagen, sie erreichen natürlich dadurch auch nochmal ein anderes, breiter differenziertes Publikum. Alle Museumsdirektoren wissen, unser Wachstumsmarkt sind die Männer. Ja, das heißt, wenn Sie sich anschauen, die Monet-Ausstellung physisch besucht, ich glaube 73% Frauen, 27% Männer. Da geht noch was. Ja? Also da müsste eigentlich noch mehr Männer müssten noch erreichbar sein. Das Monet Digitorial zeigt Ihnen sozusagen auch da hier eine gleichmäßige Verteilung. Das heißt,
Es ist auch ein Werkzeug, sozusagen nochmal anders auch mit anderen Besucherschichten zu kommunizieren. Dafür gab es auch alle möglichen Preise, Grimme Online Award, den kriegen normalerweise keine Museumsveranstaltungen, sondern eher Medienplattformen. Und wie gesagt, wir produzieren das für jede große Ausstellung. Was wir alle machen, ist natürlich mittlerweile Apps. Die Städel-App, die heruntergeladen wurde. Apps sind aber insbesondere für uns interessant, weil sie eine permanente Kommunikation mit einem Zielpublikum ermöglichen. Sobald Sie unsere App heruntergeladen haben, haben wir einen direkten Konduit der Kommunikation mit Ihnen hergestellt. Insofern ist die App gar nicht so sehr nur da, während Sie uns besuchen, sondern die App ist sozusagen wie ein permanenter Sender, wo wir Ihnen die Möglichkeit geben, einzustellen, was Sie wirklich interessiert. Und ab da sind wir mit Ihnen in einer dauerhaften Kommunikation. Vor, nach dem Besuch und wenn Sie uns noch nicht mehr besuchen wollen. Und ich glaube, das sozusagen ist das ist der große Vorteil der Apps und den man ganz besonders nutzen kann. Wir haben mittlerweile auch eine eigene Filmproduktionseinheit aufgebaut und über 100 Filme produziert. Das sind Dokumentarfilme, Kurzfilme, Introfilme, teilweise auch Filme, die ja dann auf TV-Sendern auch laufen und sind auch ganz bewusst teilweise in ganz andere Regionen gegangen. Und eine sehr umstrittene Form war Talk im Rahmen. Das war eine dreiteilige Serie, wo wir bewusst eine Talkshow gemacht haben zu den großen Themen unserer Welt, Migration, Emanzipation und so weiter. Und was wir aber gemacht haben, ist, der Moderator ist Gerd Skobel, ein sehr bekannter Fernsehmoderator, Talkshow-Moderator auch in Deutschland. Und die Gäste sind aber keine Personen, sondern sind Bilder. Und die Bilder, wenn sie argumentieren, erzählen sie eigentlich ihre Inhaltlichkeit. Was hat dieses Bild über dieses Thema zu sagen? Es ist bewusst sozusagen cheeky gemacht als YouTube-Phänomen und ich zeige Ihnen das jetzt kurz. Willkommen, hier ist das Städel-Museum in Frankfurt am Main zu Talk im Rahmen. Heute sind bei mir im Studio drei Gäste aus drei unterschiedlichen Jahrhunderten zu einem Thema, das so alt ist wie die Menschheit selber. Emanzipation. Und unsere Frage lautet, braucht man das eigentlich noch? Wir können nicht ernsthaft über meine Lebenserfahrungen als emanzipierte lesbische Frau zu Beginn des 20. Jahrhunderts sprechen, solange sich diese Möchtegern-Heilige zu meiner Rechten nicht verhüllt. Wie bitte? Ich trage doch einen Schleier. Dieses dünne Stöffchen kann man doch nicht als Verhüllung bezeichnen. Vollkommen durchsichtig ist das. Das ist ja noch nicht mal ein anständiges ikonografisches Attribut. Oh doch, eigentlich schon. Denn der Schleier kann als symbolisches Band der Liebe interpretiert werden. Venus, die römische Göttin der Liebe, nackt wie Gott, Lukas Cranach der Ältere sie 1532 schuf. Erschaffen als reines Lustobjekt von überirdischer Schönheit oder vielmehr als Auslöser für Diskussionen über die großen Themen Moral und Tugend? Ich dachte, wir reden hier über Emanzipation. Ich bin einflussreicher, als Sie denken. Googeln Sie mal Auslöser für Trojanischen Krieg. Stichwort Apfel. So und so weiter geht das. Wie wir das gezeigt haben, hat die FAZ den Untergang des Abendlandes ausgerufen. Ja, also das heißt, es war eine vehemente Kritik, sozusagen, was macht der Städel jetzt und wohin soll das gehen? Ja. Auf den sozialen Medien hat sich genau das Gegenteil passiert. Es war ein absoluter fulminanter Begeisterungssturm. Ich weiß nicht, wenn man das lesen kann, wie cool ist das denn? Ich lache mich schlapp und ich weiß nicht, was alles kam da. Sozusagen, wieder ein Beispiel, diversifizierte Erwartungen, diversifizierte Kommunikation. Ja, das heißt natürlich, muss man feststellen, wir machen das und wir machen das. Und insofern hat sich dann auch sozusagen die Rezeption in den klassischen Medien auch wieder gedreht und sozusagen es wurde anders auch wiederum rezipiert, aber war eine sehr interessante auch Erfahrung. Wir machen aber gleichzeitig auch andere Kurzfilme, die sozusagen nur einzelne Werke kurz darstellen und sozusagen die auch versuchen, viral über YouTube in ganz bewusst sozusagen auch zu verbreiten. Claude Monet malt seine Familie kurz vor dem Essen. Camille
seine Geliebte und spätere Ehefrau, und Jean, der gemeinsame Sohn, sitzen bereits am Tisch. Fehlt nur noch der Hausherr selbst, für den schon die Zeitung bereit liegt. Aus heutigem Blickwinkel scheint Monets Bildthema nicht besonders radikal. 1868 hingegen ist das Motiv in dieser Größe ein Bruch mit den Konventionen. So gut es weiter sind, ich glaube, wir haben über 101 Minuten von solchen Bildern, die wir sozusagen auch bewusst verbreiten. Andere Themen der Digitalisierung sind natürlich die klassischen Themen, die vollkommene Digitalisierung der grafischen Sammlung etwa. Und dann ganz primitive Themen wie einfach WLAN im ganzen Haus. Insbesondere hier die Mannschaft auch im Kunsthistorischen Museum wird wissen, wie komplex es ist, grenzenloses WLAN in Altgebäuden einzuziehen. Und das war sozusagen auch eine wesentliche Investition, die wir getätigt haben. Wichtig ist uns, alle diese Projekte, die ich Ihnen zeige, und ich zeige Ihnen noch zum Abschluss ein, zwei mehr, sind alle sozusagen privat finanziert, durch Stiftungen finanziert. Keines davon ist sozusagen Teil des operativen Budgets, sondern ist eine wesentliche sozusagen Vermittlungsleistung weit über den physischen Kern des Museums hinaus. Und dann aber haben wir auch gesagt, wir wollen auch unseren Museumsshop nicht erweitern im Haus. Wir wollen nicht weitere wertvolle Fläche, die wir sonst für Sammlungspräsentation verwenden, für einen Museumsshop noch weiter annektieren. Und haben unseren Museumsshop in den digitalen Raum erweitert. Und da arbeiten wir zusammen mit DM-Drogeriemärkten. Auch das war ein Furor in dem Feuilleton. Drogeriemärkte sind hochinteressant, weil sie mittlerweile zu den größten Fotoentwicklern der Welt geworden sind. Das heißt sozusagen Leute, die ihre ganzen digitalen Urlaubsfotos dort entwickeln lassen. Und alle diese Ketten, die wollen alle in den High-End-Reproduktionsmarkt jetzt. Und das ist natürlich der Markt, wo Kunstdrucke, so wie wir es in unserem Shop auch anbieten. Und insofern haben wir unseren Print-on-Demand-Shop nicht als eigenen Städel-Shop gemacht, sondern er ist mit DM-Drogeriemärkten auf der Drogeriemarktkette-Plattform aufgebaut. Mehr User können Sie überhaupt nicht erreichen, so weit können Sie das überhaupt nicht skalieren. Also insofern ist das für uns eine hochinteressante Erweiterung des Museumsshops, ohne aber sozusagen unsere eigene physische Verfasstheit verändern zu müssen oder sozusagen andere Flächen dafür zu nutzen. Prinzipiell bin ich ein großer Gegner von jeder Virtual Reality Nachahmung des Museumsbesuchs. Ich finde, es ist eine uninteressante Form, sozusagen das, was man im Realen erleben kann, nochmal virtuell anzubieten. Insofern haben wir keine Virtual Reality Flythroughs durch das Städel. Was wir aber gemacht haben und jetzt werden wir auch mit Oculus Rift und so weiter herausbringen, ist, dass wir die historischen Hängungen des Städels, also die Hängungen, wie das Städel vor 100 Jahren ausgeschaut hat, auch noch an den anderen Orten, das Städel ist mehrmals umgezogen, wir können das rekonstruieren, basierend auf alten Aquarellen und Hängeplänen. Und das hat ein Forschungsteam, gemeinsam unser Sammlungsleiter, der alte Meister, mit einer Forschungsgruppe der Goethe-Universität entwickelt und auf diesen Unterlagen basierend eine vollkommene Rekonstruktion der früheren Hängungen und Räume der Städel sozusagen kreiert. Und ich kann Ihnen das jetzt natürlich nicht zeigen, aber sozusagen Sie können da, das wird im Sommer jetzt präsentiert werden, können Sie Virtual Reality durch die ganzen Räume einfach durchgehen. Sie sehen nicht nur, wie damals präsentiert wurde, welche Konnexe hergestellt wurden, Sie sehen auch, welche Bilder mittlerweile fehlen. Die weißen Stellen sind entweder Verluste oder auch verkaufte Bilder aus dem 19. Jahrhundert. Und es gibt Ihnen dann auch die Möglichkeit zu sagen, das sind alles jetzt Rekonstruktionen, das sind nicht reale Räume. Und es gibt Ihnen dann auch Möglichkeiten, sozusagen auch da wiederum in die Sammlung tiefer einzudringen und sozusagen die damalige Rezeption zum Beispiel eines solchen Werks kennenzulernen. Das ist eine Zeitreise zurück in einer verschiedenen Form. Das ambitionierteste Projekt werden wir in zwei Tagen präsentieren. Und das ist der große Online-Kunstgeschichte-Kurs der Moderne, wo wir bewusst auch wiederum sehen, Bildung ist natürlich derzeit kulturelle Bildung wird ein großes kommerzielles Feld werden. Und genauso wie es wichtig ist, dass sozusagen
Ausstellungskataloge oder Kunstbücher nicht nur von kommerziellen Anbietern produziert werden, sondern eben auch von Museen herausgegeben werden, sonst würden Kunstbücher mittlerweile ganz anders aussehen, finden wir, dass auch Bildungsangebote auch von gemeinnützigen Institutionen so gemacht werden, dass sie nicht primär einem kommerziellen Nutzen folgen, sondern dass sie insbesondere einen großen Bildungsauftrag abdecken. Und so haben wir jetzt in den letzten 1,5 Jahren einen großen Online-Kunstgeschichte, wahrscheinlich den größten, entwickelt. Wieso ist das Kunst, wenn jemand ein Kunstwerk abfotografiert? Wovon handelt dieses Bild? Und das soll jetzt moderne Kunst sein? Moderne Kunst ist also was für Experten. Klingt gut, ist aber so falsch wie die meisten anderen Behauptungen über moderne Kunst. Dieser Online-Kurs wird mit Ihnen ausgewählte Werke der Städel-Sammlung anschauen und ergründen. Brauchen Sie rund 40 Stunden wahrscheinlich, wenn Sie diesen Kurs durchmachen. Und ich glaube, für uns war das immer eine Form, dass wir sagen, so viele Leute kommen an uns heran und sagen, sie wollen einfach einmal eine Einführung, sie wollen mehr wissen, mehr erleben. Und das ist sozusagen eine unserer Antworten darauf. Und das wird jetzt in 2 Tagen auch gezeigt. Bewusst sehr aufwendig auch produziert, mit eigenem Filmteam, eigenem Schauspieler und so weiter. Also es ist nicht jetzt sozusagen irgendein Derivat, sondern wirklich bewusst versucht, auch eine neue Benchmark zu setzen, wie so ein Online-Kunstgeschichte-Kurs aussehen kann. Andere Sachen, die wir machen, ist, dass wir derzeit vorbereiten ein riesiges Interviewprojekt, was wir durchführen derzeit mit allen wichtigen Proponenten der deutschen Kunst der 60er und 70er Jahre. Mit denen führen wir jeweils 14 Stunden Interviews und entwickeln dadurch eine Oral History sozusagen der deutschen Kunstszene. Auch das hat nichts direkt mit dem Museum zu tun, sondern das ist etwas, was wir sozusagen als Quellenmaterial in einer Datenbank dann zur Verfügung stellen. Diese Digitals, die wir Ihnen gezeigt haben, werden wir jetzt auch im nächsten Jahr umsetzen als allgemeines Angebot, einfach nur zu Künstlern. Wenn Sie die nächste Form, die große Revolution der E-Books, sind natürlich die bildgetriebenen E-Books. Das heißt sozusagen, derzeit ist ja der große Vorteil eines E-Books, dass Sie die Buddenbrooks von Thomas Mann nicht tragen müssen, sondern Sie auf einem kleinen Reader haben. Aber bei bildgetriebenen E-Books natürlich haben Sie ganz andere Möglichkeiten, natürlich auch zu vermitteln, etwas darzustellen. Und das heißt, wenn Sie sich anschauen, das, was Taschenverlag und andere gemacht haben damals, wird natürlich jetzt auch am elektronischen Bereich mit E-Books passieren. Und wir werden eine erste Generation von E-Books auflegen zu den großen Namen der Kunstgeschichte. Weil das Interessante ist, wenn Sie zum Beispiel Rembrandt eingeben bei Google, dann kriegen Sie den Wikipedia-Eintrag auf Deutsch und Englisch und dann eigentlich eine komische Zusammenführung von irgendwas, was mit irgendwo mit Rembrandt zu tun hat. Also irgendein Museum, okay, wenn es ein Rembrandt-Huis gibt, dann das. Aber so. Das heißt, Sie haben eigentlich keine valide, multimediale, digitale Form der Vermittlung allgemein, außer Wikipedia, das mehr eine geschriebene Form darstellt. Und da wollen wir etwas sozusagen auch da anbieten. Wir setzen diese technologischen Mittel aber auch ganz woanders ein, etwa mit dem Fraunhofer-Institut, das ist der größte 3D-Scanner, den es derzeit gibt, mit dem wir die Sammlung des Liebighauses gescannt haben. Das bringt hervorragende Daten, also es wird geröntgent und gescannt, das ist eine automatische Scanstraße
und gibt uns nicht nur wichtige zusätzliche wissenschaftliche Daten, sondern natürlich auch die perfekten Wireframes für dann auch die E-Books auch in diesem Bereich. Das heißt, wir haben eine vehemente sozusagen digitale Entwicklung losgetreten, die nicht Projekte sind, sondern die eine Straße der Entwicklung ist, die wir nicht mehr verlassen werden und die wir zusätzlich mit anderen Formen speisen. Abschließend muss man aber sagen, prinzipiell, wir sind natürlich in einer Welt, wo wir mit permanentem visuellen Bombardement versehen sind. Und ich glaube, dass sozusagen auf der anderen Seite dieser Museumsbesuch als anderer Ort, als Ort der Verlangsamung, der Konzentration, als ein Ort, wo ich sozusagen mich auf etwas konzentriere, auch auf ein einzelnes Bild, enorm wichtig ist. Das heißt, wenn wir mit einem Bombardement von visuellen Signalen permanent konfrontiert sind, ist sozusagen dieser Dialog mit dem einen Bild etwas, was Sie nur mehr im Museum eigentlich in dieser Form erleben können. Und das wollen wir weiterhin erhalten und ganz besonders auch machen. Das heißt, Sie werden im Städel keinerlei digitale Anbieter auch finden. Wenn selbst die New Yorker Polizei mittlerweile im Museum ausgebildet wird zur genauen Bildbetrachtung, dann wissen wir, dass sozusagen das Museum eine Form des Dialogs darstellt, wie über auch ein Bild gemeinsam es zu erfahren, wie es keine andere Form auch darstellt. Auch im Theater in der Oper ist es sozusagen die Single-Viewer-Experience. Im Museum geht es darum, einen gemeinsamen Dialog zu haben. Wir leben in einer Welt, wo Kinder vom Kindesalter an sozusagen darauf trainiert sind, einen Bildschirm mittlerweile zu betrachten. Das kann schwere Folgen haben, drastische Folgen. Ja. Und sogar am Arbeitsmarkt ist sozusagen diese Single-Viewer-Experience da. Ich glaube, dass das Museum insbesondere ein Ort ist, gemeinsam einen Dialog vor dem Gemälde, vor den Werken zu haben, in einer anderen Form, als wir es im Alltag, in der Geschwindigkeit der Straße auch erleben und dafür aber sozusagen vorgebildet, nachgebildet, gut ausgestattet zu sein, dafür ist insbesondere auch die digitale Vermittlung da, vor dem Besuch, nach dem Besuch oder auch, wenn Sie uns überhaupt nie besuchen können. Ganz herzlichen Dank.